Ab wann lohnt sich eine Immobilie? Vielleicht bist du ja gerade selber auf der Suche nach einer Immobilie und weißt nicht ganz genau, ab wann sich Immobilien lohnen. Oder vielleicht bist du auch komplett neu und hast noch kein Gefühl für den Markt. In diesem Video werde ich dir erklären, ab wann es sich lohnt, Immobilien zu kaufen und welche Immobilien lohnenswert sind. Ich werde dir zeigen, wie ich vorgehe, anhand welcher Grenzen ich die Immobilien aussortiere. Ich werde dir das Ganze aus der Praxis zeigen, anhand von drei Immobilien aus meinem Immobilienportfolio. Außerdem werde ich dir sagen, was die Bank davon hält. Und ich werde dir am Ende noch sagen, wie und wo man solche Immobilien finden, die sich lohnen. Bevor wir loslegen, würde ich natürlich noch ergänzen, in diesem Video dreht es sich um Buy-and-Hold-Immobilien und nicht um das klassische Eigenheim. Also, los geht's. Wenn man sich mal bei den Immobilieninvestoren umhört, nach welchen Kriterien die Immobilien aussuchen, ab wann sich für die eine Immobilie lohnt, hört man die unterschiedlichsten Sachen. Beispielsweise weiß ich von einigen Investoren, die sagen, die kaufen nur Wohnungen, die jeden Monat 100 Euro Cashflow abwerfen oder nur Mehrfamilienhäuser, die jedes Jahr oder jeden Monat 1000 Euro abwerfen. Dabei sind das ziemlich harte Grenzen, die ich nicht für besonders zuverlässig halte, weil natürlich eine Wohnung in München wirft mit hoher Wahrscheinlichkeit 100 Euro pro Monat ab. Dagegen eine Wohnung in Chemnitz wirft nicht gleich 100 Euro ab. Das heißt, diese Grenze kann man nicht ganz genau nutzen. Und das Gleiche ist auch mit der Rendite. Die Rendite ist zwar ein sehr guter Indikator, allerdings hängt das auch stark davon ab, in welcher Region und zu welchem Kaufpreis man kauft. Weil wenn mir jemand eine Immobilie in München zu 6% Rendite anbietet, würde ich die natürlich sofort kaufen. Wenn mir aber jemand eine Immobilie in Chemnitz für 6% Rendite abbringt, dann würde ich die nicht mal mit dem Hintern anschauen. Das heißt, das hängt ganz stark davon ab, in welcher Lage man ist und welchen Kaufpreis man bezahlen möchte oder welcher Kaufpreis aufgerufen wird. Das heißt, man muss hier in Prozenten rechnen, respektive ich rechne sogar in Promille. Und daher kommt auch meine Regel, ich kaufe nur Immobilien, die die Promillegrenze erreichen. Ja, Promillegrenze, was ist das jetzt? Genau genommen ist es das, eine Immobilie muss für mich 1 Promille vom Kaufpreis an monatlichen Cashflow abwerfen. Wenn ich also eine Immobilie kaufe, die 80.000 Euro kostet, dann muss die mir monatlich 80 Euro abwerfen. Wenn ich ein Mehrfamilienhaus für 500.000 kaufe, dann muss mir dieses Mehrfamilienhaus 500 Euro pro Monat abwerfen, also immer genau 1 Promille vom Kaufpreis. Und da ist natürlich der Cashflow gemeint, der ganz am Ende ist, also nach Rücklagen und nach Steuern, weil wir wollen es ja nicht schönrechnen. Dabei ist natürlich sehr wichtig, dass wir immer mit gleichen Werten rechnen, um die Immobilien untereinander vergleichen zu können. Beispielsweise rechne ich immer mit einer Annuität von 4%. Das heißt 2% Zinsen und 2% Tilgung. Natürlich bekomme ich mittlerweile schon bessere Zinsen, also 1% oder 1,5%, aber dafür bezahle ich vielleicht eine höhere Tilgung. Und ich rechne auch immer mit 36% Steuern, andere rechnen mit 45%. Das heißt, es ist wichtig, feste Werte zu haben. Auch bei den Rücklagen sollte man monatlich mit 50 Cent bis 1 Euro pro Quadratmeter pro Monat rechnen, um die Kalkulation komplett zu haben. Weil es bringt ja nichts, wenn wir uns den Cashflow ausrechnen und am Ende gehen noch Steuern ab, gehen Rücklagen ab. Wir hatten die nicht auf dem Schirm und am Ende ist in der Praxis völlig unrentabel. Also, das ist wichtig, immer diese festen Werte zu haben. Aber wie sieht es jetzt bei meinen Immobilien aus? Ich habe euch ja versprochen, dass wir uns mal drei Immobilien bei mir anschauen. So, als erstes haben wir hier meine Wohnung in Leipzig, meine 8. Wohnung, die ich damals gekauft habe. Diese Wohnung hat 50.400 gekostet und die Promillegrenze wäre jetzt natürlich bei 50 Euro im Monat. Und genau genommen wirft diese Immobilie sogar 87 Euro im Monat ab. Also ich bin hier weit über die Promillegrenze hinaus. Dieses Objekt ist für mich sehr lohnenswert und deswegen habe ich es gekauft. Ein anderes Objekt wäre hier mein erstes Mehrfamilienhaus, das ich damals gekauft habe in Frohburg. Der Kaufpreis waren 233.000, das heißt die Promillegrenze liegt bei 233 und dieses Objekt wirft sogar 399 Euro Cashflow pro Monat ab. Das heißt, ich habe die Promillegrenze sogar fast doppelt übertroffen. Das heißt, auch das ist ein sehr lohnenswertes Objekt für mich. Natürlich muss ich sagen, dass ich diese Promillegrenze nicht immer erfüllt habe. Gerade als ich meine ersten Immobilien gekauft habe, da kannte ich die Promillegrenze noch gar nicht. Es ist ja ein Erfahrungswert von mir, den ich jetzt festgestellt habe, woraus sich gute Immobilien errechnen. Und als ich ganz am Anfang meine Immobilien gekauft habe, zum Beispiel hier meine allererste Wohnung, die hat 47.000 Euro gekostet und die hat nur einen Cashflow von 6 Euro. Das heißt, da habe ich die Promillegrenze überhaupt nicht erreicht, aber damals war mir das noch nicht wichtig. Ich kannte die Promillegrenze
Promillegrenze nicht. Ich wollte damals nur möglichst schnell in die Umsetzung kommen und habe dann diese Immobilie gekauft. Heute würde ich sie nicht mehr kaufen, weil sie, wie gesagt, meine Promillegrenze nicht erreicht. Aber damals war es nur mal meine erste Immobilie. Wenn du allgemein mehr zu meinen Immobilien wissen willst, zu allen meinen Immobilien habe ich detaillierte Videos gemacht, wo sie liegen, wie sie sich rechnen, wie ich sie gefunden habe. Den Link dazu packe ich in die Beschreibung unter dem Video. So, jetzt also die Frage, was hält die Bank davon? Nun ja, die Banken finanzieren heutzutage ja sehr viele Leute. Das fängt an vom Eigenheim bis hoch zum Investor. Und die Banken wollen natürlich möglichst wenig Risiko fahren. Und je rentabler eine Immobilie ist, desto weniger risikoreich ist diese Immobilie. Demzufolge, wenn du der Bank eine Immobilie anbringst, die eine hohe Rendite hat und einen hohen Cashflow hat, was ja durch unsere Promillegrenze bestätigt ist, dann freut sich die Bank natürlich und wird dich viel lieber finanzieren und viel bessere Konditionen geben, als wenn du ihr eine Immobilie mitbringst, die vielleicht Cashflow negativ ist. Weil immer, wenn eine Immobilie Cashflow negativ ist oder nur ein bisschen Cashflow hat, dann musst du ja mit deiner eigenen Bonität, mit deinem eigenen Haushaltsüberschuss dafür gerade stehen. Und wenn du aber eine Immobilie mitbringst, die sich alleine rechnet und die sogar noch einen guten Cashflow abwirft, dann ist natürlich gut für die Bank und sie finanziert dich gerne. Ein komplettes Video zur Bonität, wie sich die auswirkt auf deine Immobilien, verlinke ich auch unter dem Video. Der Cashflow und die Promillegrenze für die Immobilie ist aber nicht nur für dieses Objekt, was du gerade kaufst, gut, sondern auch für zukünftige Investments. Weil wenn du eine Immobilie kaufst, kann sie die Bonität verbessern oder verschlechtern. Und wenn du eine Immobilie kaufst, die Promillegrenze erfüllt, dann ist das eine lohnenswerte, eine lukrative Immobilie und die wird deine Bonität verbessern. Das heißt, wenn du diese Immobilie kaufst und in dein Portfolio packst, dann hast du es für die Zukunft, für zukünftige Investments viel leichter, eine Finanzierung bei der Bank zu bekommen und bessere Konditionen zu bekommen. Beispielsweise hatte ich damals bei einer Bank angefragt, hatte 6 Immobilien in meinem Portfolio, die Bank wollte mich nicht finanzieren und ein Weilchen später, ich habe ein Jahr später nochmal angefragt, dort hatte ich schon 20 Immobilien, die alle diese Promillegrenze erreicht haben und plötzlich wollte die Bank mit mir zusammenarbeiten, weil meine Bonität durch die Immobilien besser geworden sind. Das heißt, wenn du eine Immobilie kaufst, schau nicht nur immer auf die Immobilie jetzt, die du jetzt in dem Moment kaufst, sondern auch auf deine zukünftigen Investments, um nicht in die Übergangsfalle zu tappen. Den Begriff Übergangsfalle könnt ihr mal googeln, da findet ihr noch mehr Infos dazu. So, jetzt natürlich die Frage, was ist, wenn man die Promillegrenze nicht erreicht? Na gut, die auf der Hand liegende Antwort ist, schmeiß die Immobilien in den Papierkorb bzw. das Exposé und schau weiter, dass du weitere Immobilien findest, weil für mich ist diese Promillegrenze essentiell gewesen, um schnell wachsen zu können. Und wenn ich Immobilien auf dem Tisch habe und ich prüfe heutzutage viele Immobilien und da ist eine dabei, die Promillegrenze nicht erreicht, dann wird die direkt in die Tonne geschmissen. Manchmal hat man aber Immobilien, die so ganz knapp unter der Promillegrenze sind, die sich trotzdem lohnenswert sind, die ein sehr, sehr gutes Aufwertungspotenzial hat und da kann man dann vielleicht, wenn man es wirklich machen will, die Kriterien ein bisschen anpassen. Man kann zum Beispiel sagen, statt mit 4% Annuität rechnet man nur mit 3,5 oder statt 100% Finanzierung bringe ich 20% Eigenkapital mit, weil wenn ich natürlich Eigenkapital mitbringe, brauche ich weniger Kredit und wenn ich weniger Kredit brauche, habe ich mehr Cashflow am Ende des Monats übrig und dann schaffe ich es natürlich viel einfacher, die Promillegrenze wieder zu erreichen. Also man kann die Kriterien da ein bisschen anpassen, allerdings rate ich davon ab und ich bin eher ein Fan davon, einfach in die nächste Suche zu gehen und neue Immobilien zu finden. Jetzt natürlich die Frage, wo findet man solche Objekte? Und wie findet man solche Objekte? Ich selber benutze das Tool Immometrica. Das ist ein Tool, was verschiedene Plattformen, unter anderem ImmoScout, eBay, Immonet anzapft. Und dort kann man Immobilien aus verschiedenen Landkreisen, Städten, Gemeinden, überall aus ganz Deutschland, kann man suchen. Man kann die Stadt eingeben und dann nach Quadratmeterpreis und nach Rendite filtern. Ich kann zum Beispiel reingehen und sagen, zeig mir alle Immobilien aus Heidelberg, aufsteigend sortiert mit der höchsten Rendite ganz oben. Und dann habe ich die mit der höchsten Rendite ganz oben, kann direkt draufklicken und komme zu dem Exposé. Also so findet man Objekte, die eine hohe Rendite haben. Und wenn die Objekte eine hohe Rendite haben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die auch einen guten Cashflow haben und dann die Promillegrenze erreichen.
Wie das Tool genau funktioniert, das will ich jetzt hier in dem Video nicht erklären, das würde das Video sprengen, aber ich habe schon mal ein eigenes Video gemacht, wo ich erkläre, wie dieses Tool Immometrica funktioniert. Der Link zu dem Video, den packe ich auch in die Beschreibung unter dem Video. Ja, ich hoffe, dieses Video hat dir weitergeholfen und wenn du vielleicht einen Kumpel oder einen Kollegen hast, der auch auf Immobiliensuche ist und noch nicht ganz genau weiß, ob sich eine Immobilie lohnt, dann schick ihm doch einfach einen Link zu diesem Video und teile dieses Video mit ihm. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Dein Alexander vom Vermietertagebuch.